Mit nur 6 Zählern aus den ersten 10 Spielen steht der Eimsbütteler TV aktuell auf dem vorletzten Platz in der Regionalliga Nord. Es werden dringend Punkte benötigt im Abstiegskampf. Am besten gleich heute bei Teutonia 05. Allerdings wartet da ein echtes Top-Team auf den ETV. Teutonia ist aktuell Dritter und hat zu Hause bisher nur ein einziges Spiel verloren. Und trotzdem, die erste Möglichkeit hat der Tabellenvorletzte, Maurice Boakye. Nach 5 Minuten, das hätte durchaus die Führung sein können. Teutonia ist aber auch gleich mittendrin im Spiel. Keine 2 Minuten später, Siala verlängert da am kurzen Pfosten. Höhen fehlen dann nur Zentimeter. Insgesamt eine äußerst muntere Anfangsphase im Stadion Hohe Luft. Wir sind erst in der 10. Minute und haben schon die dritte Top-Chance. Diesmal versucht es Serkan Dursun, übrigens der jüngere Bruder von Serdar Dursun, Ex-Torschützenkönig in der 2. Liga bei Darmstadt 98. Andere Seite, der ETV über Niklas Bär, klasse Solo, aber Marius Liesegang macht sich ganz breit. Nicht zu glauben, dass es hier noch 0:0 steht. Über 1100 Zuschauer sehen ein absolut mitreißendes Spiel. Nächste Möglichkeit für Boakye. Der ist aus der eigenen Hälfte gestartet, findet aber kein Vorbeikommen an Marius Liesegang. Das Einzige, was dieser Partie fehlt, das sind die Tore. Nachspielzeit der ersten Halbzeit, noch ein letzter Distanzschuss. Der bleibt harmlos 0:0, es hätte aber genauso gut auch 2:2 oder 3:3 stehen können. In der Kabine scheinen beide Trainer dann den Fokus etwas mehr auf die Defensive zu legen, denn der zweite Durchgang beginnt deutlich ruhiger als Halbzeit 1. Wir sind schon in der 53. Minute bei diesem Versuch von Niklas Bär. Wann kommt mal wieder was von Teutonia? Feiner, langer Ball in den Lauf von Ole Wolas. Etwas spitzer Winkel, aber auch eine gute Parade von Viktor Weber. Der Auftritt vom ETV ist bis hierhin absolut in Ordnung. Chancen für die Gastgeber sind eher selten. Siala mit dem Kopfball in die Arme von Weber. Es läuft schon die Schlussphase. Wir sind in der 85. Minute. Luis Cordes, der wurde eingewechselt, setzt hier aber etwas zu hoch an. 2. Minute der Nachspielzeit, die letzte Chance der Partie. Nochmal Ecke Teutonia und Achtung, Ifeatjo an den Pfosten. Glück und Durchatmen beim ETV. Denn kurz danach ist Schluss, der Vorletzte. Er kämpft sich einen Punkt beim Tabellendritten und das ist nach dieser mutigen Vorstellung auch absolut verdient. Das zusammen verteidigen, also haben wir uns auch gut vorgenommen, weil früher, letzte Saison, haben wir viel nur Angriffspressing. Und diese Liga ist natürlich ein bisschen anders, da funktioniert das nicht so leicht. Und ja, heute haben wir uns vorgenommen, die Null, wie gesagt, zu halten und defensiv gut zu stehen, haben wir gemacht und hat geklappt. Wir arbeiten einfach viel an uns, es ist viel bei uns die emotionale Schiene, wir bestehen aus einem Miteinander. Das ist eine ganz andere Mannschaft als die anderen Mannschaften hier in der Regionalliga. Und ja, wir versuchen immer mehr mit uns zusammenzuarbeiten und dadurch klappt es halt auch irgendwann. Ne? Die Ergebnisse kommen, wir machen immer weiter und erst zählt die Entwicklung so bei uns und deswegen, ja. Dieser Auftritt kann dem ETV Mut machen für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf.